Oh, willkommen zu Part 10! Beim letzten Mal haben wir noch Raven wieder befreit. Mehr oder weniger. So, heute Nebenmission. Es sind 5 Stück hier und ich glaube nicht, dass ich alle 5 schaffen werde. Das werde ich bestimmt in 2 Parts machen müssen. Hey, du bist doch dieser Reporter. Was tust du hier? Ich gehe ein Gerücht nach, dass einer der Jungs aus Havina wohl entführt wurde. Entführt? Das ist eine Riesensache. Ja, und wenn ich meinen Killer kriege, wird der Artikel auch eine Riesensache. Das Wichtigste ist doch, den armen Jungen zu finden und zu seinen Eltern zurückzubringen. So ist recht. Ich will herausfinden, ob jemand etwas gegen die Eltern hatte. Würdest du mir dieses Foto des Jungen etwas umhören? Wenn du etwas erfährst, funk mich an. Gut, dann höre ich mich zuerst hier um. Okay. Der Typ denkt auch nur an seinen Artikel, ne? Oh, dieser Bursche. Ich habe ihn drüben am Pier mit einer Frau aus Elgona reden sehen. Sie hat zumindest so ausgesehen, als wäre sie von dort. Vielleicht sind sie dorthin gegangen. Das Pier ist der einzige Ort, wo die Leute aus Elgona geduldet werden. Okay, dann sehe ich mal nach, ob er dort ist. Zum Pier geht's da lang. Okay. Irgendwie das erfahren? Er soll sich am Pier mit einer Frau aus Elgona unterhalten haben. Ich gehe jetzt dorthin, um nachzusehen, ob er noch dort ist. Eine Frau aus Elgona? Sie muss auf Lösegeld aus sein. Bist du ein bisschen voreilig? Du hast recht, vermutlich lohnt es sich, am Pier nachzuschauen. Falls du diese Frau dort siehst, mach ein Foto von ihr. Ich meine, wenn er entführt ist, ist es naheliegend. Dass sie Lösegeld will. Ist die Kanalisation da? Das ist auch völlig schön, wenn ich den ersten Typen hatte. Okay, ihn mal anlabern. Der Junge und diese Frau, Segona? Also ich fand das schon etwas verdächtig, dass sie einander zu kennen schienen. Schließlich kann sie unmöglich zur Familie gehören. Ah, da ist sie ja. Da ist sie. Da ist sie. Ich sollte ein Foto machen. Ich bleibe lieber auf Abstand, damit sie nicht alarmiere. Okay. Von dem Boot aus, oder? Ist doch ganz gut. So, wir wollen Zoom, R2, ne? Ja. Ja. Ich kann mich schnucken. ich will ein Foto machen. Foto, wie war das? Direkt? Schnucken? Kostüm? Stativ? Ach ja, eins. Er ist ja völlig verwirrt über die Steuerung. Ich habe die Frau gefunden und folge ihr. Hast du das Foto? Ja, perfekt getroffen. Ja, dann bleib an ihr dran. Bist du vielleicht einer großen Verbrechersyndikat auf der Spur? Ein Syndikat? Mein letzter Artikel wurde zurückgehalten. Ja, dieser wird die Welt die Wahrheit erfahren. Verlies sie bloß nicht. Ich bin Gravitationsschifter. Da werde ich wohl an einem Boot dranbleiben können. Ja, kein Problem. Stimmt's, Dusty? Okay. Ich zähle darauf, dass du uns aufs Titelblatt füllst. Vertrau mir. Was ist denn das, die? Oh. Da ist sie weg. Mist, sie ist weg. Matt, dieser Typ hat mit ihr geredet. Ich sollte ihn fragen. Okay. Entschuldigung, weißt du, wo die Frau, die eben hier war, hin will? Die neue? Die hat Feierabend. Also nehme ich an, dass sie nach Hause will.
Ich glaube, sie sagt, dass sie unten in Velgona lebt. An den Wassertanks. Die Wassertanks, Velgona, alles klar. Ich muss bis da runterfallen. So, ich muss ein bisschen davon fliegen. Sonst treffe ich sie ganz. Gleich da. Okay, es ist schon die Wassertanks. Naja, die Tank steht schon irgendwie geschlossen vor. Da ist die Luftboot. Puh, da ist sie. Diesmal verliere ich sie nicht. Okay, unerkannt. Diese Person hilft ja vielleicht bei der Entführung. Ich darf dich entdecken lassen. Naja, also hier oben zu stehen ist vielleicht nicht so clever gewesen. Nee, was hier oben bleibt, ist ja gar nicht so verkehrt. So weit runter wollte ich das eigentlich auch nicht. Ja, bisschen nah dran. Geht's einmal weiter oder? Achso, ich muss doch hinlaufen. Vor allem mit Entführung zu tun. Ob das ein Versteck ist? All diese Leute müssen unter einer Decke mit dir stecken. Ich sag dir mal den Reporter Bescheid. Ist der Frau bis zum Versteck des Verbrechensyndikats gefolgt? Ah ja, ja und nein. Es ist weniger ein Verbrechensyndikat als eine Familie. Verstehe ich nicht. Ich komme jetzt dorthin. Mach unbedingt ein paar Fotos. Fotos? Alles klar. Am besten mache ich ein Foto von den beiden zusammen und eins von den Gebäuden. Stalker-Alarm. Okay, jetzt von den Gebäuden. Ist niemand das hier? Ja. Warum ging es jetzt gerade raus? Moment mal, das ist das Kind. Er hat echt dünne Beine. So, das fühlt sich ja nicht gerade aus. Was willst du? Was ich will? Was willst du, du Entführerin? Entführerin? Moment, redest du etwa von diesem Jungen hier? Von wem sonst? Frag mir doch, hast du vor, ihn gegen Lösegeld festzuhalten? Ich mag ja arm sein, aber so verzweifelt bin ich nicht. Rede nicht so über meine zukünftige Mutter. Zukünftige Mutter? Damit ich das recht verstehe. Dieser Junge aus Havina hat sich in ein Mädchen aus Elgona verliebt? Und sie ist seitdem heimlich mit dir getroffen? Wahre Liebe kennt keine Hindernisse. Ich weiß, du willst bei mir sein, aber heimlich geht es nicht. Deine Familie sorgt sich. Aber als ich das erste Mal hierher schleichen wollte, habe ich ihn nach Wien gejagt. Diesmal habe ich erst gemerkt, dass er in mein Boot gehüpft ist, als wir hier ankamen. Ich kann schon verstehen, dass er so aussah, als würde ich ihn entführen. Mutter, darf ich trotzdem noch herkommen? Ich weiß, dass du sie aufrichtig liebst. Aber darfst du nicht unerlaubt, dass deine Eltern hierher kommen?
Du hast sicher Angst, dass deine Eltern dir verbieten, herzukommen. Aber wenn du sie wirklich weiter besuchen möchtest, wirst du sie überzeugen müssen. Ich stehe, was immer nötig ist. Tut mir leid für das Missverständnis. Ach, missverstanden zu werden, sind wir hier unten gewöhnt. Ich wünsche nur, die Kinder müssten nicht in unsere Welt aufwachsen. Es sind Kinder. Die wahre Liebe, naja. Ich habe die Jungs und seine Eltern nach Havina zurückgebracht. Tut mir leid, dass du deine Titelstory nicht bekommen hast. Vielleicht keine Titelstory, aber eine Story ist es auf jeden Fall. Eine Liebe, die Klassenunterschiede überwindet. Jeder sollte selbst wählen dürfen, wen er liebt, und da geben diese Kinder Hoffnung. Diese Geschichte hat mir gezeigt, wie blind ich für die Probleme unserer Gesellschaft war. Okay, die kann man echt lieber sehen hier. Darum möchte ich sie nutzen, um auch anderen die Augen zu öffnen. Ich freue mich schon, darauf den Artikel drüber zu lesen. Okay, Edna. Eine relativ schnelle Nebenmission, glaube ich. Ja gut, 10 Minuten. Ja, und ja, mehr Gesundheit, mehr Gravitationsenergie. Und ein Foto. Filter. Okay, dann hätten das. So, hier hätte ich 3 Nebenmissionen und in Elguna haben wir noch eine, oder? Hier war es doch Elguna, weil es nur eine ist. Ach. Ich soll vielleicht einfach ab und zu mal die Gullis nutzen, oder? Naja, gut, ich kann sie einfach rausschneiden. So, mal sehen, was sie hat. Was mache ich nur, wenn ich ihn nicht finde? Kann ich ihnen helfen? Sie sehen nicht aus, als kämen sie aus Elguna. Ich suche einen Autor. Er hat das Manuskript kurz vor Abgabetermin weggeworfen. Andere Herausgeber haben mir schon gesagt, dass er ein wenig flatterhaft ist. Aber jetzt ist ich echt in der Klemme. Was soll ich noch tun? Keine Sorge, ich helfe Ihnen bei der Suche. Das wirst du tun? Oh, vielen Dank. Aber schwarz dich, das wird nicht leicht. Er ist ein bisschen exzentrisch. Bei Schreibblockaden versucht er immer tief in einen seiner Charakter einzutauchen. Er verkleidet sich das sogar dafür. Und die Kostüme sind echt gut. Hört sich wirklich exzentrisch an. Wie kann ich ihn denn finden, wenn er sich verkleidet? Ich habe hier ein paar Fotos für den Kostüm seiner Charaktere. Und hier ist eine Inhaltsangabe. Damit solltest du ihn finden können. Er hat sich sicher so verkleidet und spielt damit die Handlung seines Romans nach. Wenn du ihn findest, könntest du ihn vor unser Gebäude in Lake Colmousson da bringen. Ich werde inzwischen versuchen, die Abgabe hinauszuzögern. Okay, ich werde ihn vorbeibringen. Ich soll meine Suche nach dem verkleideten Kerl beginnen. Okay. Was haben wir hier? Mit dieser Inhaltsangabe muss der Mann doch zu finden sein. Er war ein einfacher Mann mit einem sehr einfachen Leben. Und es langweilte ihn zu Tode. Aber eines Tages traf er einen seltsam zerzausten Jungen. Der Junge besaß die Kräfte, mit denen er dem Mann 3 verschiedene Leben gewähren konnte. Wahrscheinlich lebt der Mann das Leben in der Haut 3 völlig unterschiedlicher Leute. Gut, Kapitel 1. Zuerst führt er das Leben eines Banditen in einen Armviertel. Obwohl sein Leben als Bandit sehr aufregend und spannend war, war der schwache Mann zum Dieb nicht geschaffen. Also gab er sein erstes Leben auf und wischte sich ein anderes. Wenn der Autor in die Haut seiner Charaktere schlüpft, trägt er jetzt bestimmt ein Banditenkostüm. Aber sich als Mickey das Sonic in Tausendfüßers ausgibt? Ich könnte in ihrem Versteck nachsehen. Okay, nach der Runde geht's rein. Den wirst du schon irgendwie finden, hoffe ich. Er muss ja irgendwo sein. Ich sehe mal das Foto an. Es muss noch jemand finden, der so aussieht wie hier. Hier sehen aber eine ganze Menge Leute so aus. Aber die letzte Gabe kommt da
Charakter mit ihrem Banditleben nicht so richtig zurecht. Ich zu tief geschaffen, schwach. Das sind meine Hinweise. Geht einfach den mal an. Ja, was nicht. Der Typ mit der gelben Jacke muss das sein. Ja, bestimmt. Bingo. Hey, 200.000 Fieser. Ja, was willst du von mir? Das ist ganz schön nervös für so einen harten Burschen. Sie ist sicher der vermisste Autor. Nein, ich bin ein echter Rebell, ein übler Bursche, der sich nicht an Abgabetermin hält. Ich weiß alles über sie und ihre Verkleidung. Als sie sind den Abgabetermin erwähnen, macht die Sache für mich schon einfacher. Dabei hat mich in meiner Verkleidung noch keiner erkannt. Hat ich die Herausgeberin geschickt? Ja, yep, sie hat sich echt... sie haben sich echt hängen lassen. Wir müssen sofort zurück. Nein, mein Meistertag ist noch nicht fertig. Aber sie haben den Abgabetermin zugesagt. Wenn sie dafür bezahlen, müssen sie auch sich dran halten. Ich bin Künstler und Kunst kann man nicht erzwingen. Die Musen scheren sich nicht um Abgabetermin. Für mich zählt nur mein Meisterwerk. Hey Leute, die Reichen haben schon wieder einen Handlanger geschickt, um uns zu unterwandern. Was? Stimmt das? Bist du eine Spionin? Sag lieber gleich die Wahrheit, das ist besser für dich. Okay, man sollte doch Ketta hier unten kennen, oder mittlerweile? Muss ich jetzt fertig machen? Warte. Das ist Cat. Wo ist der Schaumeier, der es gewagt hat, sie eine Spionin zu nennen? Er ist weg. Dieses Auto versucht in der Welt seine Charaktere einzutauchen. Vielleicht finde ich ihn in der Inhaltsangabe. Weitere Hinweise. Im zweiten Leben war der Mann Dockarbeiter, okay. Im zweiten Leben war der Mann ein Dockarbeiter. Er hätte schon immer mal richtig hart für seinen Unterhalt arbeiten wollen. Aber war dieser Form von harter Arbeit nicht gewachsen. Die einzige Aufgabe, die er bewerkstelligte, war Kisten zählen. Er gab sein zweites Leben auf und mischt sich ein drittes und letztes Leben. Ein Dockarbeiter, Dann werde ich ihn sicher am Hafen finden. Hey, brauchst du Hilfe? Schon gut, das ist eine Sache zwischen mir und ihm. Jetzt ist es etwas Persönliches. Ich werde ihn schon irgendwie dazu bringen, den Termin und sein Versprechen zu halten. Okay. Wer will schon Dockarbeiter sein? Freiwillig. Ich meine, schwere Arbeit und dann ganz wenig Geld nur. Ich könnte mir besser das vorstellen, wenn ich es raussuchen könnte. Ich bin am Hafen angekommen. Ich sollte noch mal einen Blick auf das Foto werfen. Ich muss jemanden finden, der so aussieht. Das wird nicht leicht. Die Beschreibung passt auf viele hier. Aber letztendlich gab es der Charakter nicht stark genug für diese Art von Arbeit. Okay, es ist schon mal keiner, der eine Kiste trägt, sondern nur zählt. Wir laufen einfach mal hier rüber. Nee. Ich hoffe schon auf in die richtige Richtung. Hier sind noch ein paar Kisten oder Rohre zumindest. Ja. Okay, da hinten kommt nichts mehr, denke ich. Vielleicht. Oder auch nicht. Da hinten läuft so einer, oder? Ja, nicht ganz. Okay, Das Zock ist halt ein bisschen größer als ich dachte irgendwie.
War schon mal hier vorne überhaupt? Der ist da oben. Na, ich glaub's ehrlich gesagt nie. Jetzt bist du zurückgeschickt. Schade. Okay, er kann ja nur irgendwo hier sein. Na, da zählt doch einer. Da hab ich ihn. Eins, zwei, drei. Der sitzt hier rum und zählt Kisten, ich wette. Hab ich sie? Kommen sie freilich mit mir oder nicht? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich zähle ja in Ruhe nur Kisten. Ich habe sie nicht einen einzigen heben sehen. Genau wie der Charakter in ihrem Buch. Ich täusche sie nicht. Ja, hast du mich gefunden? Ich dachte, meine Verkleidung wäre perfekt. Dein Aussehen ist wirklich bemerkenswert. Ich bin wirklich beeindruckt. Das Ganze hat mich zu einer neuen Geschichte inspiriert, bei der du die Hauptrolle spielst. Willst du mal sehen? Es wäre mir eine Ehre, deine Meinung zu hören. Er macht mich zur Heldin einer Geschichte? Super. Die Geschichte ist sicher toll und ich würde sie zusammenfassend gerne lesen. Sie würde gefallen, sie handelt nur von dir. Ihr Löscherständer spricht die Nacht. Ihr Gesang der Nacht ruft deinen Namen. Man sagt, dass jede Minute nur ein Depp geboren wird. Oh nein. Er ist schon wieder weg. So langsam geht er mir echt auf die Nerven. Zurück zur Inhaltsangabe. Will sie nicht hinterherlaufen? Im dritten Kapitel ist der Mann eine reiche Persönlichkeit. Wenn er eine reiche Figur spielt, ist er irgendwo in Le Havina. Naja, offensichtlich. Le Havina ist so groß, dass es ewig dauern wird, ihn zu finden. Vielleicht sollte ich doch mal weiterlesen. Der Mann war reich und schwelgte in unermesslichen Luxus und Reichtum. Aber je mehr Tag ins Land zogen, desto mehr wurde ihm eins bewusst. Sein Luxusleben fehlte der Sinn. Er schaute vom Pier neben seiner Villa aus in den Himmel. Und dort stand er nun und dachte über sein Leben nach, regungslos wie eine Statue. Verstand dich, du jemand, der völlig regungslos an dem Pier steht. Hier ist das Foto. Okay, da hoch wahrscheinlich. Wenn schon die Kamera da hochdreht, dann kann es ja fast nur hier oben sein. Ich hab gehofft, da schicke ich ja von. Okay, guck mal hier von. Da stehen hier zwei Personen schon einmal. Ah. Hätte schon gewundert. Ah. Das gibt ja auch noch ein bisschen was. Ich weiß, es muss ja eigentlich schon eine Villa sein. Das Gebäude da drüben ist ja nicht so wirklich, oder? So viele Piers gibt's ja nicht. Naja, regungslos steht er ja nicht da. Das sieht bestimmt anders aus. Fliegen wir mal da rüber und sehen mal nach. Steht irgendwie keiner. Naja, das ist ja wohl auch nicht.
Wer ist doch hier oben? Hoffe ich einfach mal. Moment, da drüben stand doch gerade jemand. Ja, da steht auch Regungslüster. Ich mag, wie der Vogel auf seinem Kopf ist. Wenn auch ein bisschen so Luft. Der Kerl ist echt verdächtig. Er hat sich richtig bewegt, seitdem ich ihn gesehen habe. Aber ich sehe, diesmal lasse ich sie nicht davon kommen. Schießt er nicht so rum. Sie sehen mich an, wenn ich... Sehen Sie mich an, wenn ich mit Ihnen spreche. Das ist aber ganz schön stark hektisch. Mal sehen, ob der Kitzeln weiterhilft. Erwischt. Ich habe Ihre Verkleidung jedes Mal durchschaut. Kommen Sie jetzt also mit mir zu Ihrer Herausgeberin? Na gut, ich kann dich nicht täuschen. Na bitte, geht doch. Kann ich denn eben noch umziehen? Die Kleider gehören dem Besitzer dieses Hauses. Er hat sie mir nur geliehen. Na schön, ich werde hier warten. Naja, das würde ich wohl nicht tun. Ich kann den Kerl zu seiner Hausgeberin bringen. Ist das dieser Autor? Ich habe es dir ganz anders vorgestellt. Eh, schon Autor? Ha, der war gut, kleine Lady. Hey, ich dachte, sie wollten sich nur eben umziehen. Wer bist du? Nein, sie nennen dich sie. Das ist mein Haus. Wenn du nicht sofort gehst, rufe ich die Security. Verstanden? Das ist ja nicht. Der Autor ist schon wieder weg. Gibt es in den Inhaltsangaben noch irgendwelche brauchbaren Hinweise? So viel Leben und nicht eins von ihnen gefiel ihnen. Also fuhr mit dem Moped los. Mit dem Moped? Was sucht sie denn? Komm. Ich glaube, ich habe am Pier ein Moped gesehen. Ja, das war aber mehr als absichtlich. Dieses hier kennen die Juwelen unter dem Dach. Das muss der Auto sein. Auf diesem Moped. Warte. Aha, zu spät. Ah, sie sind der Kerl, der vor kurzem an mir vorbeigegangen ist. Sie sind also der Autor. Ich werde eine Reise zu meinem wahren Ich unternehmen. Grüß die Herausgeberin von mir. Sie haben versprochen, mit mir mitzukommen. Nur meiner Muse bin ich Rechenschaft schuldig. Ich gehe erst, wenn ich mein Werk vollendet habe. Und ich werde sie nicht gehen lassen. Sie halten den Termin ein, ob sie wollen oder nicht. Wie willst du mich aufhalten? Naja, ich kann einfach daher fliegen, ne? Mal kurz regenerieren und da war ein Kristall. Hier ist wieder 1000 auf dem Weg, ne? Ne, der ist ein Stück schneller. Ne, doch nicht. Wir haben gar nicht voll, kann das sein? Ach ne, ich verbrauche ihn einfach wieder. Jetzt muss ich das ewig lange daher fliegen. Ah. Nehmen wir die Zahl noch mit. Ich denke, ich komme langsam näher. Ist ja immerhin etwas. Das ist schon nicht fast gehabt. Was ist mit dem Moped los? Es sinkt, er steckt in Schwierigkeiten. Oh, vorbei. Und da hätten wir ihn. Geht's einfach in die Luft, ne? Erwischt. Ich will nicht sterben, bevor mein Meisterwerk vollendet ist. Sie können ihre Augen öffnen, sie leben noch. Tatsächlich, aber ich fliege. Wie ist das möglich? Bereit für den Rückweg? Moment, ich glaube, ich schaff's. Das Ende meiner Geschichte. Als der Mann kein Leben mehr hatte, geschah ein Wunder.
Er wurde gerettet und bekam die Chance, über alles nachzudenken. Dann erkannte er plötzlich die Wahrheit. Im Leben ging es nicht darum, wer man ist, was man ist, sondern wer man ist. Siri? Der Mann schwor sich, ab jetzt seinen wahren Ich treu zu bleiben. Ich weiß nicht, ob das Ende zum Rest der Geschichte passt. Siri. Hört sich gut an, wenn das bedeutet, dass sie mir jetzt zu ihrer Herausgeberin begleiten. Und stand hier unten, alles klar. Ich dachte, ich muss erst runterfliegen. Das war ein Skript. Wo ist das? Ist alles hier in meinem Kopf. Ich muss nur noch zu Papier bringen. Und dieses Mädchen hier habe ich das Ende des Romans zu verdanken. Sie ist das Wunder, auf das ich gewartet habe. Schön, dass ich ihr Wunder sein durfte. Sind Sie jetzt bereit, alles auszuschreiben? Der Chef stellt Ihnen einen speziellen Raum zur Verfügung. Einen speziellen Raum? Meinen Sie etwa ein Autorengefängnis? Ein Gefängnis? Ich werde mich bessern, ganz ehrlich. Sie sind frei, sobald Sie Ihr Werk vollendet. Bitte, bitte, alles und das nicht. Danke, dass du mir den Hals gerettet hast. Ich sorge dafür, dass er sein Versprechen und die Termine ab jetzt einhält. Gern geschehen. Gut, dass ich kein Autor bin. Spezieller Raum. Hört sich nicht gerade einladend an. Okay. Bekomme ich noch irgendwas dafür? Außer ein Talisman. Okay. Schade. Jetzt. Da kann ich mal kurz gucken. Frühlingsbrise. Die Spezialanzeige fühlt sich langsamer, aber Stärkkraftwechsel verbraucht weniger Energie. Das ist, sobald der Gegner bei normalen Shift-Stil Schaden leitet. Dann wiederum. Ja, cool, daraus hängt ein bisschen Spezialangriff machen kann. Sonst? Bestseller, hier. Reizt die menüige Spezialanzeige, um den Angriff durch den Wurf in normales Ziel auszuführen. Okay. Erhöht die Maximaldistanz der Objekte im Statusfeld. Ja, ich würde hier mehr Schaden reinnehmen, ehrlich gesagt. Okay. Leider ist es nicht ganz so stark, aber das sind die ersten paar Nebenmissionen, wo man nicht viel machen muss. Ja, ich würde zwar gerne noch die anderen Nebenmissionen machen, aber mach ich im nächsten Part. So, das wird ein bisschen sehr lang jetzt gehen. Ich werde beim nächsten Part, denke ich, alle drei abschließen, auch wenn es ein bisschen längerer Part dann werden sollte. Gut, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal und bis dann.